Gut, machen wir direkt weiter hier, ne? Wenn du einen Amalchar siehst, hätte ich was für dich übrig. Ein paar Schläge nämlich. Ach, wenn du einen Amalchar wärst, nicht siehst. Alter, ich kann im Moment nicht lesen. Scheiß Nase und scheiß alles. Aber so kannst du mir gestohlen bleiben, Freundchen. Verzieh dich. Dann kriegst du trotzdem was. So. Ja, du bist ja doch ein ganz netter, wie es scheint. Was führt dich raus hier in die karge Wüstnis? Ach, Gus, auch da, hi. Ob ich einen maskierten Typen gesehen habe, tut mir leid, aber alles außer Amalchar fällt nicht in meinen Zuständigkeitsbereich. Frag den Kollegen am nächsten Wachposten, klar. Und jetzt wohl da drüben, der Kollege am nächsten Wachposten. Ich will nicht unhöflich erscheinen, aber ich darf diese hinterhältigen Amalchar für keinen Glockenschlag aus den Augen lassen, verstehst du? Komm, jetzt sag du mir doch wenigstens irgendwann mal was. Na, das nenne ich ja mal eine nette Überraschung. Was kann ich für dich tun, Kumpel? Einen maskierten Typen in einer schwarzen Robe suchst du? Den habe ich eventuell gesehen auf einer Patrouille neulich. Ob es ein Mann oder eine Frau gewesen ist, kann ich dir nicht sagen. War in ein Gespräch mit einem der Migiten vertieft. Sicher ein Flüchtling, der sich aus Angst vor den Galear vermummt, habe ich mir gedacht. War wohl nicht so. Okay, dann zurück. Muss ich wieder hoch zu dem Fuzzi? Ja, alles klar. Ah, Giselbeert. Der Beert mit Haar, ne? Eine magische Stufe 25. Das wird ein Akku sein. Ne? Ich muss aber demnächst wirklich leveln, weil das hier hat jetzt schon. Das ist Stufe 25 und ich bin gerade mal 28. Wird also so langsam eng. Mittlerweile einen Timer geholt für die für den PC, der auch kein Geräusch macht, damit ihr nicht immer am Ende der YouTube-Folge mein Gebimsel hören müsst. Ah, verstehe, besser als nichts. Aber eine heiße Spur hat dir dein Ausflug in die Wüste nicht eingebracht, was? Tut mir leid, ich hatte mir da wirklich mehr erhofft. Wie es scheint, wirst du um die Hilfe der Bewohner hier doch nicht herumkommen. Nur mit netten Bitten ist da leider nichts. Da nicht getan. Ich würde versuchen, dir mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, Abenteurer. Wir Außenseiter müssen schließlich zusammenhalten. Läuft der jetzt mit mir rum, der Giselbert? Nee, ne? Der sagt mir einfach, was machen wir. Du gibst doch schnell nicht auf, was? Nun, das ist bewundernswert. Viel kann ich hier nicht für dich tun, fürchte ich, außer dir einen gut gemeinten Rat zu geben. So arm die Leute hier auch sein mögen, mit Schill wirst du nicht viel aus ihnen herausbekommen. Dafür sind die Migiten viel zu stolz. Wenn sie einen wunden Punkt haben, dann ist es ihre Heimatliebe. Wenn du es also schaffst, das Vertrauen eines Almigo-Stämmigen zu gewinnen, könnte dies als Mittelsmann zwischen dir und den Bewohnern fungieren. Hier wird sich dazu niemand herablassen, aber woanders hast du vielleicht mehr Glück. Ideal wäre natürlich jemand, der wie der alte Gundobald aus der Befreiungsarmee stammt. Da hättest du bei den Leuten gleich doppelten Stein im Brett. Kennst du vielleicht jemals aus Alamigo oder jemanden, der jemanden aus Alamigo kennen könnte? Denk nach. Ich fürchte, es ist deine einzige Hoffnung. Warum? Das stimmt doch nicht. Du spammst doch hier nicht. Ist ja leider der Einzige, der hier zuguckt, wenn ich Final Fantasy spiele. Deswegen ist der Chat halt so voll gespammt mit deinem Zeugs. Ja, also 9:30 in Deutschland. Okay, 9:30 vorbei, kann weitergehen. Okay, ist aber auch kein Spam. Sehr lustig. Rat bei Minfilia im Sonnenwind einholen. Gut, dann gehen wir wieder in den Sonnenwind. Was soll's, ne? Reisen, Pupeisen. Ich meine,
Das Spiel ist ja normal auch nicht dazu gedacht, das so zu spielen, wie ich das mache. Nämlich einfach nur die Main Story durch. Normalerweise musst du ja nicht so viel reisen. Da hast du dort jetzt wieder drei, vier Sidequests. Du bist eine halbe Stunde beschäftigt, dann reist du halt kurz mal eine Minute, dann bist du wieder hier eine halbe Stunde beschäftigt. Also, so dramatisch wie ich das hier durchziehe, macht das ja auch normalerweise keiner, ne? Schätze ich mal. Als normal spielender MMO-Spieler, der jetzt nicht für YouTube aufnimmt oder so. Dann klickst du das ja auch, da klickst du ja, wenn du es einmal gemacht hast, die Story hier weg. Kennst du ja dann schon. Und dann machst du einfach halt deine Quests. Und dann ist das Reisen, glaube ich, auch nicht mehr ganz so schlimm, wie das, was ich jetzt hier mache. Aber es geht ja auch. Also es ist ja jetzt kein Riesendrama. Obwohl es schon sehr oft hin und her ist, muss man sagen, im Vergleich zu WoW. Ich kenne ja nur WoW so ausführlich. Sehr ausführlich sogar mittlerweile. Und also ist nicht ganz so schlimm. Ist aber auch nicht so verstrickt, das Ganze, ne? Die Quest, das muss man auch sagen. Aber auch sehr gut. Und das im neuen Addon. Richtig kompakt und gut, die Quest. Die Story von Legion. Ja, klar will ich betreten, sonst hätte ich nicht draufgeklickt, Mensch. Also ich mache heute wahrscheinlich aber immer so lange, weil ich merke echt, ich werde ein bisschen kränklich. Und ich muss morgen viele Vorbereitungen treffen. Übermorgen ist Familienfeier bei uns. Du liest alle Sidequests durch. Cool. Ja, ich meine, ist ja auch cool, ne? Also man muss mir echt sagen, die haben das hier echt geil aufgebaut. Das muss man echt sagen. Es ist halt viel zu lesen. Das hätte ich mir am Anfang des Let's Plays nicht gedacht. Es ist mir auch manchmal ein bisschen zu viel, aber macht Spaß, ne? Also deswegen mache ich es einfach weiter. Willkommen zurück, Gorbi. Konntest du schon etwas über Lahabrea in Erfahrung bringen? So, du steckst also fest. Es ist traurig, dass die Migiten sich so sehr abkapseln. Aber auch nur verständlich, wenn man bedenkt, was ihnen widerfahren ist. Seit dem Einmarsch der Galear vor nunmehr 20 Jahren kennt ihre einst so stolze Heimat keine Freiheit mehr. Wer es bis Tanalan geschafft hat, ist dem Tod dutzendfach von der Schippe gesprungen. Nur um hier Ablenkung und Armut zu erfahren. Denn es ist längst nicht Platz für alle in Uldar und den umliegenden Siedlungen. Hunger, Perspektivlosigkeit und Diskriminierung stehen für die Flüchtlinge in Alamigo auf der Tagesordnung. Ihr Schmerz wurzelt unendlich tief. Spielstunden. Also ich würde jetzt sagen, das ist viel, aber wenn ich mir überlege... Ich habe allein bei Isaac, glaube ich, müsste man bei Steam gucken, schon 800. Und das ist ja ein Minigame. Und in WoW hatte ich zu Dingenskirchen, zu Vanilla, also als Burning Crusade, das erste WoW dann rauskam, hatte ich 110 Tage Spielzeit. Das heißt 110 mal 24, 100 mal 24 sind schon 2400 Stunden. Da war ich aber auch noch Student. Student. Ja, die Zeiten sind leider vorbei. Jetzt komme ich nur auf 2 bis 3 Stunden abends. Höchstens. Plus Bearbeitungszeit am PC. Rest bin ich auf Arbeit oder verbringe Zeit mit meiner Familie oder Freunden oder was auch immer. So, weiter geht's hier. Migo auf der Tagesordnung. Ah, hatten wir schon. Ja. Ihr Schmerz wurzelt unendlich tief. Allein das Wissen um diese Tatsache wird uns die Pforte zu ihren Herzen nicht öffnen. Doch glücklicherweise gibt es jemanden in unseren Reihen, der aus Alamigo stammt. Und den nutzen wir jetzt, um was rauszufinden. Vielleicht. Vielleicht hat er sogar Verbindungen zur Befreiungsarmee. Ich werde ihn dir gleich mal vorstellen. Alles nichts für mich? Gut.
Wie versprochen möchte ich dir ein Mitglied unseres Bundes vorstellen, das aus Alamigo stammt. Sein Name ist Haribert. Haribobert. Haribert hat sich uns angeschlossen, um nach Wegen zu suchen, seiner Familie den Fängen der Galear wieder zu entreißen. Wenn du ihm die Lage schilderst, wird er sich sicher kooperativ zeigen. Möglicherweise hält er sich gerade hier im Sonnenwind auf. Vorhin habe ich ihn im Lagerraum gesehen. Habe ich hier noch irgendwo anders dahin? Ist doch das doch nur dieser Raum. Hier? Ach, ich muss einfach raus wieder erstmal. Ne? Ja. Salde Morgenröte verlassen. Aber damals, ich weiß noch, Vanilla WoW. Man konnte mich fragen, was du wolltest. Wo ist dieser Mob? Wo ist diese kleine Vase irgendwo versteckt? Und ja, ich habe das alles in- und auswendig gekannt. Dann kam Burning Crusade. Da habe ich auch noch eigentlich alles in- und noch mehr in- und auswendig gekannt, weil ich dann in der Pro-Gilde Raiden war. Und dann habe ich die Diplomarbeit geschrieben, dann bin ich arbeiten gegangen und dann war der ganze Kack vorbei. Nanu, der Überflieger des Bundes. Was verschafft mir die Ehre? Was sagst du? Du willst deine Kräfte mit uns Migiten ein? Hätte ja nicht im Traum daran gedacht, den Namen meiner von den Göttern verlassenen Heimat mal aus deinem Munde zu hören. Ich würde nichts lieber tun, als dir zu helfen, aber ich habe da leider ein kleines Problem namens Befreiungsarmee. Es ist mir ziemlich unangenehm und ich möchte dich bitten, keinen davon zu erzählen. Dann sag's nicht so laut. Aber ich bin aus eben jener Streitmacht desertiert. Zugunsten des Bund der Morgenröte. Auch wenn unser Ziel letztlich dasselbe ist, für meine einstigen Kameraden bin ich nichts weiter als ein Schandfleck. Eine Freundin von mir allerdings, die könnte dir vielleicht helfen. Sie heißt Albreda und wohnt in Mühlenbruch im kredanischen Südwald, wo sie sich um die Belange ihrer Landsleute kümmert. Wenn jemand Kontakte zur Befreiungsarmee knüpfen kann, dann sie. Du bist keiner von uns, aber auch du bist ein stolzer Kämpfer für die Gerechtigkeit. Ich bin der festen Überzeugung, dass die Befreiungsarmee deinem Hilfegesuch nicht abweisen wird. Jawohl, machen wir. Finsterwald, Südwald, ach direkt hier, scheiße, das habe ich nicht harmonisiert. Und das hier auch noch nicht, ne? Dann müssen wir hier hin. Oh, die Stimme Öl in Tee wäre wahrscheinlich besser. Für sowas, aber den habe ich jetzt gar nicht da. Und meine Frau backt Kuchen um diese Uhrzeit. Geburtstagskuchen. Die macht mir jetzt auch keinen Tee. Drin. Das ist ja auch lustig. Habe ich auch noch nirgends gesehen. Aber die Wege sind trotzdem recht kurz, würde ich sagen. Die Gebiete sind, glaube ich, auch die einzigen, sind ja immer in kleine Gebiete unterteilt. Und die sind auch gar nicht so groß. Was ist denn hier los? Das ist ja richtig Party. Oder so, eine Raid-Ini. Albreda. Hallo Albreda. Albreda? Eine andere mit diesem Namen wirst du auf drei Male nicht finden. Ja. Doch was willst du von mir, Fremder? Ich soll einen Kontakt zur Befreiungsarmee herstellen? Ha, du bist wohl ein Spion der Galea, was? Glaub ja nicht, du könntest mich für dumm verkaufen. Haribert schickt dich, sagst du, dieser Idiot. Reicht es ihm nicht,
dass er mir das Herz gebrochen hat? Ach so, war das eine alte Freundin von mir. Muss er mir zum Hohn auch noch Arbeit aufhalsen? Aber gut, wenn Haribert dich schickt, besteht an deiner Integrität kein Zweifel. Du willst auf die Befreiungsarmee, du willst mit der Befreiungsarmee in Verbindung treten? Hm? Dann sprich mit Mefrit, der dort vorne vor sich hinsieht. Wenn du die Gemütslage der Flüchtlinge verstehen willst, ist er der beste Lehrmeister, den du dir wünschen kannst. Sagt identisch, ne? Das heißt doch gleich. So, sieht man, was das hier wert ist? Preis 37, 30, 45. Dann wahrscheinlich eine Zweihandwaffe, ne? Ja. Dann sprechen wir mal mit Heribert. Ne, mit Mefrit, Entschuldigung. Da gibt es einen Special Dungeon, den man ab Level 17 machen kann. War ich da drin? Weiß ich schon gar nicht mehr. Skalieren die Dungeons dann hoch? Also wenn ich da mit 35 reingehe, sind dann die Mobs auch Stufe 35? Ja, ne? Klar. Puh. Mit Bild. Du bist nicht von hier, oder? Ein Abenteurer, vermute ich. Tja, ich bin Mefrit, Mitglied der ehrenvollen Befreiungsarmee von Alamigo. Aber viel Ehre ist uns nicht geblieben, seit wir aus unserer Heimat fliehen mussten und hier unser Dasein als Flüchtlinge fristen. Doch sag, was kann ein Abenteurer wie du von einem gestrauchelten Krieger wie mir wollen? Hauptmann Mefrit, Keuch. Keuch. Es geht um Gallien. Er glüht fast vor Fieber. In diesem Zustand macht er es nicht bis morgen. Wir müssen etwas unternehmen sofort. Verdammt nochmal. Ich habe diesen dämlichen Waldeulen schon tausendmal gesagt, dass wir dringend Medizin brauchen. Aber auf uns hört ja hier niemand. Für die sind wir Luft. Du hast gehört, was Sache ist, Abenteurer. Einer meiner Männer krepiert. Bitte Albreda, die Waldeulen zur Vernunft zu bringen. Sie ist die Einzige, die uns helfen kann. Okay. Ich werde auf Stufe 1 zurückgesetzt. Ah, 17 dann wahrscheinlich, oder? Und 1. Wenn er ab 17 machbar ist. Oder werden alle auf Stufe 1 zurückgesetzt? Das könnte natürlich auch sein. Albreda. Einer von Mefrits Männern liegt im Sterben. Wie schrecklich. Ah, okay. Ach so, okay. Also dort drin hast du vom Prinzip ein eigenes Level-System. Das heißt, wenn du das zweite Mal reingehst oder wenn du irgendwann reingehst, bist du Level 3, Level 4, Level 5. Dementsprechend, wie oft du schon drin warst oder so. Das ist ja auch lustig. Cool. Wie schrecklich, doch ich fürchte, ich kann nichts für euch tun. Ich möchte meine Landsleute wahrlich nicht im Stich lassen, doch ihre Bitte zu erhören käme einem Aufruf gegen den Gebieter gleich. An den Gesetzen des Waldes darf nicht gerüttelt werden. Sonst trifft uns der Zorn der Gebieter und nicht nur die Flüchtlinge, sondern alle hier in Mühlenbruch. Wir würden für immer aus dem Wald vertrieben werden. Diese Bürde ist zu schwer für meine Schultern. Einzig die Seherin Charlene steht es noch zu, eine andere Entscheidung zu fällen. Entschuldigung. Wenn du ein Außensteher sie bittest, lässt sie vielleicht mit sich reden. Alter, eine Satzbildung hier. Ich soll Gnade vor Recht ergehen lassen und Mefrits Gefolgsmann retten, sagst du? Du weißt nicht, welche törichte Bitte du da an mich richtest. Nicht ich habe verfügt, dass Gallien kein Platz unter uns bestimmt ist. Nein, es ist der Wille des Gebieters.
Und dieser Wille ist unumstößlich. Jeder der Flüchtlinge wird von den Gebietern beurteilt. Und wenn der Wald, wen der Wald ablehnt, der ist ihm nicht willkommen. So wie Gallien. Der Wald hat entschieden, dass Gallien seines Schutzes nicht würdig ist. Und dieses Urteil ist endgültig. So war es und so wird es immer bleiben. Okay. Aber da levelst du auch nicht nur das Item-Level da drin, das Level da drin, sondern auch dein Level draußen. Das wird dann danach dann erhöht, oder was? So, hier habe ich wohl nichts erreicht. Zur Hölle mit diesen elenden Gebietern. Mögen die Druiden an ihrem Blätterfraß ersticken, ist doch wahr. Ich würde ja lieben gerne aus diesem Drecksloch von Wald verschwinden, aber ich kann meinen kranken, geschwächten Männern nicht im Stich lassen. Die armen Kerle kämen keine 10 Jalme weit. So sehr hat die beschwerliche Flucht aus Alamigo ihnen zugesetzt. Oh, Ralgrill. Hast du deine treu ergebenen Diener am Ende doch verlassen? Jetzt ist so ein Stärke geschickt. Das wäre nichts für mich. Den können wir mal vergleichen. Ah ja. Ich habe meine Männer nach Mühlenbruch geführt, weil ich dachte, man würde uns hier ein Dach über den Kopf gewähren. Aber die armen Kerle, die von den ach so ehrwürdigen Gebietern nicht für gut genug erachtet wurden, müssen jetzt draußen vor den Stadttoren ein elendes Dasein fristen. Die meisten sind am Ende ihrer Kräfte und würden den Strapazen einer weiteren Reise nicht überleben. Also sitzen wir hier fest. Naja, und du hast ja gesehen, auf welch offene Ohren wir bei den Waldeulen stoßen. Deswegen will ich meine Bitte heute an dich richten, Abenteurer. In meiner Heimat, Alamigo, gibt es ein wirksames Mittel gegen Fieber, das aus Antilopenhörnern gewonnen wird. Wärest du so nett, uns 4 davon zu besorgen? Das können wir gerne machen, das ist auch anscheinend direkt dort oben. Das können wir fix machen. Auch machen, ne? Um ein bisschen zu leveln, anstatt Sidequests, ist bestimmt interessanter. Ich hab doch gedrückt. Ist das aus dem Addon? Kommt das aus dem Addon? Weil dann kann ich es nicht machen, den habe ich dann nicht gebraucht.